Frankreich, das Reiseland für Motorradfahrer. Traumreisen kann man hier noch wörtlich nehmen, sogar in doppelsinniger Auslegung. Reisen auf Straßen, die zu Träumen führen, aber auch solche, die traumhaft mit dem Motorrad zu befahren sind. Die abgelegenen Straßen Frankreichs waren letztendlich der Auslöser, die Motorradtour in 2012 nach Frankreich zu machen. Wir sind mit zwei PKWs und Hänger auf dem Weg nach Barriac, wo wir unser Hotel für den ersten Badetag an der Ardèche haben. Unser erster Tag dient zur Anreise und ist bei Ankunft nur noch ein Badetag. Das hier ist die ganze Frankreich-Route, wo heute nur noch die Ardèche mit dem Motorrad abgefahren wird. Die sagenhaften Schluchten und Ausblicke sind für den ersten Tag eine Vorfreude auf all das, was wir uns in Frankreich erwünschen und erwarten. Nach einem erfrischenden Bad am Hotelpool ging's aufs Motorrad und an die Ardèche. Das kennt jeder Motorradfahrer, der die Ardèche-Straße befahren hat. Pont d'Arc, steinerner Bogen oder Brücke, ein typisches Merkmal der Ardèche, an der ein Tourenfahrer einmal in seinem Leben vorbeigekommen sein muss. Die Ardèche, die hat was. Hallo, erster Tag, Badeziel erreicht, die Ardèche, Vorfüßen. Nachdem wir am steinernen Bogen gebadet haben und auch die Ardèche umfahren haben, geht es jetzt zum Hotel, wo uns heute Abend das erste französische Abendessen erwartet. Wir sind beim gemütlichen Teil angelangt, wir sitzen hier am Pool und trinken noch ein kleines Kaffeechen. Der erste Tag haben wir rum, die Ardèche haben wir gemacht, gebadet haben wir auch, Feld gefahren sind wir auch, hat alles gut geklappt. Und morgen machen wir richtig die Cevennen und dann fahren wir hier von Barriac über die Cevennen, über die Gorge du Tan hoch nach Saint-Enemy. Und jetzt trinken wir erstmal unseren Kaffee und essen noch ein süßes Stückchen und schlafen gut und morgen sehen wir weiter. Macht's gut und tschüss! Wir fahren heute insgesamt 290 Kilometer
bis an die Tarn. Wir fahren gerne auf Nebenstrecken, wo nicht so viel Verkehr ist. Dieser Abschnitt hier ist die Corniche de Gevin. Dies ist eine Panorama-Landstraße, fast durchgehend breit ausgebaut zwischen Florac und Saint-Jean-d'Igard. Das animiert speziell Sportmotorräder, die Landschaft an sich vorbeiziehen zu lassen. Wir lassen es moderat angehen und genießen die Panoramablicke über die Chevennen, denn das war ja auch der Grund, diese Straße genau zu fahren. Dafür werden wir mit schönen Ausblicken belohnt und das Wetter spielt auch mit. Es scheint alles zu passen. Diesen 53 Kilometern von Florac nach Saint-Jean-d'Ugard erlebt man die Chevennen, zumindest als Motorradfahrer, am intensivsten. Diese Höhenstraße wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts auf Befehl Ludwigs des 14. angelegt, um seinen Truppen Zugang zum Gebiet der aufständischen Camisarden zu ermöglichen. Camisarden waren aufständische Hugenotten in den Chevennen. Erst seit dieser Zeit waren die Chevennen dann gefahrlos zu bereisen. Nach knapp 200 Jahren profitieren nun wir davon. Wir bewegen uns auf einer Höhe immer so zwischen 800 und 1000 Metern. Bei einer kleineren Fahrpause auf den Nebenstrecken bemerkt man erst die Weitläufigkeit und Abgelegenheit dieses Landstriches. Nach den vielen Waldkilometern ist ein kleines Dorf eine willkommene Abwechslung, um dort Pause zu machen. Die Faszination Frankreich fängt an zu greifen. Wir sind in einer anderen Welt. Raucherpause. Dies ist eine typische Kreuzung in Frankreich, auf dem Lande. Früher musste man hier prinzipiell in die Landkarte schauen, um nicht falsch zu fahren. Seitdem wir das Navi haben, ist das eigentlich nicht mehr nötig. Aber unser Triumphfahrer ist Raucher und kennt das noch so von früher. Der eine schaut nach der Strecke und die Raucher kommen somit auch zum Zug. An der Zigarette. Die langen Waldpassagen begleiten uns weiterhin auf dem Weg an die Tarn. Auf unseren Nebenstrecken herrscht so gut
wie kein Verkehr. Irgendwo, wo Wasser fließt, baden die Franzosen am Bachlauf in der Wildnis. Große Ansprüche an die Badegelegenheit stellen sie anscheinend nicht. Wir sind schon den ganzen Tag unterwegs in den Cevennen und fahren ganz abgelegene Straßen, kleine Straßen, untergeordnete Straßen, auch viel Split. Und jetzt werden wir wohl hier eine Badepause machen, weil irgendwo ist ein Bach oder ein Fluss, eigentlich ist Bach die richtige Ausdrucksweise, und schon baden hier ein paar Leute, die Zeit haben dafür. Es ist auch wunderschön warm. Wir sind am Etappenziel. Wenn wir es jetzt noch schaffen, das Hotel mit dem Pool in Saint-Julie-du-Tarn zu bekommen, dann wäre es ein absolut runder Tag. Ja, es hat geklappt. Es war noch zimmerfrei. Somit können wir den ganzen Abend das super Panorama von Saint-Julie genießen. Saint-Julie ist bekannt dafür, dass die Felsschluchten abends angeleuchtet werden. Auch die Brücke und die Häuser werden angeleuchtet. So kommt das mittelalterliche anmutende Dorf hervorragend zur Geltung. Man fühlt sich in eine andere Zeit zurückversetzt. Wir können bei einem französischen Menü sowie französischem Wein den erlebten Tag und die gefahrenen Kilometer Revue passieren lassen. Das Ambiente lassen wir einfach auf uns wirken und die Seele fängt an zu baumeln. Wer es kennt, der weiß, von was ich rede. Das typische Frankreich-Gefühl stellt sich genau hier ein. Inzwischen ist es jetzt doch spät geworden. Eigentlich wird es Zeit, ins Bett zu gehen. Wir können uns aber von dem Anblick dieses kleinen Dorfes sowie der Tarn nicht losreißen. Morgen früh müssen wir über diese Brücke und dann geht es weiter auf unserer Reise durch Frankreich. Das ist unsere nächste Route, ca. 300 Kilometer untergeordnete Landstraßen über Millau und weiter nach Carcassonne. Amazing body bags of gear.
Über diese kurvigen Landstraßen sind wir aus der Schlucht auf die Hochebene gefahren. An diesem speziellen Aussichtspunkt können wir nochmal auf unser Hotel blicken. Man kann an der Gesteinsformation die horizontal geschichteten Lagen des Kalksteins und Mergels erkennen. Jetzt sind wir an einem weiteren sehenswerten Ausblickpunkt. 1 Euro Eintritt muss man berappen. Dafür steht man ganz vorne an der Felskuppe mit Blick in das Tal. Bartgeier fliegen über unsere Köpfe hinweg. Für Nicht-Schwindelfreie hat dieser Ausblickpunkt keinen Wert. Im Rahmen unserer Frankreich-Rundreise sind wir heute einen markanten Punkt an der Tarn. Ja, hier, das ist der Punkt, da waren wir vor 5 Jahren bei schönerem Wetter. Und es geht schon wieder weiter und Carcassonne erscheint am Horizont. Carcassonne, eine Touristenhochburg, die wir ursprünglich meiden wollten. Wir werden ja noch das Katarerland bereisen. Da kann man dann um Carcassonne keinen Bogen machen, zumal die Festung mit ihren Türmen und Stadtmauern eine der größten Katarer Burgen darstellt. Wir legen einen Zwischenstopp ein, wo eine vollständig restaurierte Burg ein schönes Beispiel der Militärarchitektur im Corbière darstellt. Der größte Teil der Burg stammt aus dem 13. Jahrhundert, sie wurde aber mehrmals umgebaut und beherbergt heute eine Ausstellung zur Geschichte der Katarer. Aber das Château d'Arquès ist somit keine Katarerburg, da sie nach der Katarerzeit erbaut wurde. Es geht unaufhaltsam in Richtung Pyrenäen. Das Katarerland kommt immer näher. Jetzt fahren wir die Schluchten des Gorges Saint-Georges auf der D118, biegen dann links ab, um eine abgelegene Straße zu fahren, die uns an den Pic Dourmidou mit 1843 Metern heranführt, um von dort aus Richtung Col de Chaux zu fahren, der mit ca. 1500 Höhenmetern im späten Nachmittag noch ein fahrerischer Höhepunkt darstellt. So I say, could be more excited, but you prefer playing waltz.
Landstraße steigt immer mehr an. Es geht so langsam schon an die Baumgrenze. Jetzt muss eigentlich gleich der Col de Joux kommen. Unser Sporttourer nimmt jetzt mehr Abstand, weil die Straße frisch gesplittet ist. Dies allerdings mit einer Intensität, auch loser Splitt ohne Teer, sodass wir schon gewaltig aufpassen müssen und uns mehr auf die Straße konzentrieren, obwohl die Aussicht sehr schön ist. Auf dem Col de Joux angekommen, kann man aufgrund der Aussicht erkennen, was wir noch an Straßen im Bereich der Pyrenäen vor uns haben. Da jagt ein Höhepunkt den nächsten. Jetzt geht es nach Brat, unserem Standort für 2 Tage. Dann kommt das Katarerland. Die Reise ist ja noch lange nicht zu Ende. Heute sind wir froh, ein gutes Hotel zu bekommen. Nur noch diese paar Kilometer hinunter in das Tal und mit Blick auf die Pyrenäen verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, euer Motorradprofis 48.